Aber wenn du jetzt so Jampi sagst, der ist so Top 5, wen würdest du so deine so Top 3 so generell bezeichnen? Ich glaube, Top 3 muss auf jeden Fall Nets drin sein von Gambit. Hm. Und halt auch als Main Sentinel-Spieler so krass zu sein, individuell, ist Wahnsinn. Also der muss drin sein in Top 3. Auch MVP halt von Berlin gewesen, ne? Hm. Ich glaube, wer auch rein muss, ist Yay auf jeden Fall von Envy. Wenn der on ist, dann ist er vielleicht der beste Spieler der Welt. Für mich wahrscheinlich beste Jet-Spieler der Welt. Und ich glaube, der dritte ist dann echt kontrovers, wenn man nimmt. Wahrscheinlich würden viele Tens nehmen. Ich persönlich glaube ich eher nicht. Ich glaube, ich würde. Ja, ist schwer. Ich glaube, man kann Case machen für Scream. Wenn er on point ist, dann ist er der beste Aimer der Welt. Und in Valorant ist das so viel wert. In CS bringt dir das nur was, zum bestimmten Teil halt komplett krankes Aim zu haben. In Valorant kann er das besser ausspielen. Aber ich glaube, wenn Liquid das Turnier gewinnt, dann ist halt Scream oder Yumpy MVP. Und also ich glaube, man kann Case sowohl für Scream als auch für Yumpy machen. Boah, ja, ich finde es echt schwer, Alter. Also Tens musst du auch eigentlich. So, Top 5 ist echt zu wenig, Alter. Top 5 kann man in einem Game nicht sagen. Ich glaube, wenn du Top 6 sagst, dann sehe ich da auch Tens. Ja, ich glaube, ey, wenn ich jetzt meine Top 3 sagen müsste, würde ich sagen, Nummer 1 Yay, Nummer 2 Nets, Nummer 3 Scream.